Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Ich freue mich sehr, wir sind wieder am Start mit Naomi. Das sollte eventuell der letzte musikalische Output von ihr sein, den wir noch nicht zusammen uns angehört haben. Correct me if I'm wrong again. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden auf jeden Fall alles weitere von ihr musikalisch begleiten. Ich habe einfach ganz, ganz großen Respekt vor ihren Songs. Gerade vor dem hier, den ich persönlich am allermeisten gehört habe, und zwar Naomi. Schaut euch gerne meine Reaction zu dem Song an. Das haben wir auch schon gemacht natürlich. Jetzt haben wir hier die Akustikversion und ich liebe Akustikversionen, ja. Zum Beispiel von Nina Chubas Nicht Allein Akustikversion. Kam mir ein bisschen Tränchen. Habe ich ein kleines Tränchen gehabt, ja. Werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht haben, aber Naomi, ich liebe den Song einfach und die Attitude vom Song und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt als Akustikversion funktionieren wird, weil es ja ein ganz, 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 ganz anderer Vibe ist. Aber sie kann halt ihre Stimme hier nochmal viel, viel besser einsetzen. Ich bin sehr gespannt, das zu sehen und vor allen Dingen logischerweise zu hören. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, es geht direkt los. Do you wanna be me? I got a recipe. Krass, der Vibe ist ja so anders. Also es ist so krass, weil es ja im richtigen, also im Originalsong ja so sehr, sehr selbstbewusst, arrogant, ein bisschen bitchy ist und so, ist so dieses, und hier ist es jetzt halt so sehr, ja, sehr ruhig halt. Ich bin gespannt. Can't cook shit, but I'm a damn sweet catastrophe. I set the kitchen on fire, the smoke is getting me high. Oh, wow, die Stimme. Wunderschön. I can still eat the cake, though. Are you listening? Cause that's a piece of me, I'm Mrs. Es tut mir übrigens leid für den Pianist oder die Pianistin, je nachdem, dass ich eben das Gesicht gerade verdecke die ganze Zeit. Es tut mir sehr, sehr leid. Ihr könnt aber einmal hier. Nur, dass ihr es gesehen habt einmal, dass da eine wunderschöne Person auf jeden Fall am Piano sitzt. Oh, shit, das hört sich gut an. Krass. Sie hat so ein Soul in der Stimme, irgendwie, wisst ihr, so diesen, ich weiß nicht, dass sie eben so super hoch singt und danach direkt so sehr tief gehen kann. Mit super viel Gefühl. Krass. You can hate me, you can love me, but don't act like you already know me. Think you own me. Krass, das hat sich so gut an, so. Wow, das ist so ungewohnt, den so zu hören, weil ich den halt so normal im Kopf habe die ganze Zeit, aber es ist so schön, den so zu hören auch. Wow, man merkt wirklich, wie viel Gefühl sie reinpackt. Das Piano hört sich auch so passend an, das ist so gut. Oh, das war geil. Das war ein cooler Change. Bringing the heat, makeup on fleek, blessing my songs in the backseat, double the speed, get on your knees, give me the bars on the back street. I want it that way, cause I'm a bad babe, and that's okay. Oh, ich habe jetzt gerade, glaube ich, erst die Zeile gecheckt. Ganz kurz, habe ich jetzt erst gecheckt. Bring me on the back street, I want it that way. Because I Want That Way ist ein Song von den Backstreet Boys. Give me the boys from the back street, I Want It That Way. Bro, es ist so krass, wie hoch sie kommt mit ihrer Stimme einfach. Holy shit. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Warte mal ganz kurz, muss ich einmal ansprechen, ja. Der Lidschatten hier ist angepasst an ihre Haarfarbe. Also, würde ich jetzt mal guessen, so. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass sich dieser, genau dieser Grünton hier widerspiegelt. Schönes Detail. Wow.
Seins Gesicht immer sehr lustig aus, wenn man diese Mundbewegungen, wenn man solche Töne aber treffen will, muss man das so machen. Und es sieht dann manchmal vielleicht auch für Leute, die sich sowas vielleicht nicht so oft ansehen, komisch aus, dass man den Mund dann so weird ein bisschen bewegt, aber das muss man machen, um diese Töne so rauszubekommen, wie sie rauskommen müssen. You can hate me, you can love me, but don't act like you already know me. Think you own me, only own me. No thanks, I'd rather. Oh, ich liebe, wie die Kraft jetzt wieder kommt. Krass, Mann. Es ist wirklich krass. Gesanglich auch. Wir haben jetzt ja jeden Song jetzt angehört, wie sie sich nochmal immer wieder gesteigert hat irgendwie, ne? Schon krass. Wow. Krass. Krass. Da hatte ich selbst gerade ganz kurz, weil ich selbst weit oben auf einmal hoch. Das ist halt das Krasse, dass sie auch diese tiefen Töne so gut treffen kann. Ey, Junge, holy shit, was ist das doch nicht möglich? Das ist doch nicht möglich! Das war schon krass, das Ende. Das war schon sehr, 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 sehr krass, fand ich. Damn. Oh, das war schön. Ein schöner Moment zwischen den beiden noch, wie sie so auf sich zeigen. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Krass, ey. Wunderschöne Akustikversion von Naomi. Sehr interessant, den Song so mal gehört zu haben. Ich hatte ihn ja ganz anders im Kopf. Die Person am Piano war wirklich, wirklich, wirklich talentiert, hat super reingepasst. Und ey, Naomi war auch einfach natürlich fantastisch, ja. Krass, wie hoch sie kommt mit ihrer Stimme. Für mich unbelievable teilweise. Aber super schön, die Version so zu hören und, keine Ahnung, es war irgendwie voll der schöne Vibe die ganze Zeit, I don't know. Schreibt mir auf jeden Fall rein, falls ich irgendwas von Naomi noch abchecken soll, was ich noch nicht abgecheckt habe, oder natürlich irgendwas anderes, wo ihr sagt, hey, Mr. Flo der Flo, ich würde da gerne deine Meinung und deine Reaktion drauf haben, dann schreibt mir das wie immer super gerne in die Kommentare, ich bin für alles offen, egal ob Female, Male, Artist, whatever, ich bin einfach gespannt, Neues zu entdecken, so wie ich auch Naomi durch euch erst entdeckt habe quasi. Von daher freue ich mich immer auf neuen Input von euch und lese natürlich wie immer alle Kommentare und freue mich drauf. Gut, ansonsten hoffe ich, ihr habt heute einen wunderschönen Tag. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehend wie immer, dann macht ihr nichts falsch. Dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video und ja, das war es eigentlich von mir. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Das muss ich öfter sagen. Wichtig. Okay. Tschüssi.